Kraftheftung mal Stärke beweisen. Oh, das ist schwer. Ich weiß es nicht. Stärke beweisen sind Dinge im Alltag. Ja, also jede Hürde, die man im Alltag nehmen muss, jede Herausforderung, jede Challenge, jede Krise, die man meistert, ist Stärke. Klar, es gibt so Dinge im Leben, die sind so die großen, herausstechenden Momente, die meistens dann natürlich auch oft mit negativen Dingen belastet sind, wo man halt Stärke beweisen muss. Aber die wahre Stärke im Leben ist es, das Leben in seinem Alltag zu meistern. Mit dem Wahnsinn, in dem wir leben, dem Wahnsinn, in dem wir ausgesetzt sind, angefangen von dem Alltag, von der Bürokratie, von all den Dingen, die uns alle in den Wahnsinn treiben. Und darin nicht die Hoffnung nicht zu verlieren, die Stärke nicht zu verlieren und jeden Morgen als Künstler immer wieder aufzustehen und zu sagen, ja, ich schaffe das. Also eigentlich jeden Tag. Letzte Frage. Ich habe schon ein bisschen erzählt. Was haben Sie noch vor diesem Sommer? Bitte in Urlaub fahren. Also erstmal, klar, ist ganz, ganz wichtig, wir müssen unbedingt mal beide Urlaub machen, weil wir durch sind. Es stehen einige große Projekte jetzt an, die sich jetzt Ende des Jahres bis ins nächste Jahr reinziehen werden. Wir kriegen jetzt unser eigenes Format, das wird sehr spannend. Also meine Frau und ich werden gemeinsam auch vor der Kamera stehen. Das wird sehr spannend und auch für uns beide neu, in dem Fall vor der Kamera zu agieren. Das wird ganz cool. Ich drehe einige Sachen noch, drehe jetzt noch für ZDF in zwei Teile, 90 Minuten. Habe noch einiges zu tun dieses Jahr und wir haben noch gar keinen Urlaub gemacht. Wir haben 2013 keinen Urlaub gemacht und jetzt wird es langsam echt Zeit, dass wir mal ein bisschen die Füße hochlegen. So, ja. Danke euch. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao.